Das neue Pad zum Lotte X-Update ist wirklich erbärmlich. Und warum, das seht ihr jetzt. Mit einem Fiesta Maze, neuen Pads, neues Huge Pad, Fiesta Eggs, Jelly Exclusive Pads und Bugfixes, also echt nicht viel. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet, weil da stand nichts von einer neuen Area, aber vielleicht meinten die, dass das eine neue Area ist. Wir gehen mal auf Teleport, gucken hier runter. Wir haben die Kawaii-Welt. Also, ich dachte, dass es vielleicht eine neue Area geben würde, aber die finde ich nicht. Oder seht ihr sie? Ach, guck mal, das hier war die Area, die ich gesehen habe in diesem Screenshot. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass es sowas hier auch gibt. Wow. Okay, auf jeden Fall gibt es noch die Piñatas. Es gibt immer noch das Obst. Das Obst soll ja auch bleiben. Das finde ich gut, dass es das Obst weiterhin geben soll. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an die neuen Pets ran? Im Exclusive Shop gibt es auf jeden Fall jetzt die neuen Exclusive Jelly Pets. Also sind das alles tatsächlich Exclusives. Man hätte ja hoffen können, aber naja, okay. Ein neues Exclusive Egg. Krass. Gibt es was Neues am Shop? Wir gucken mal nach. Da müsste es ja jetzt eine Kanone geben, oder? Ja, immerhin gibt es eine neue Kanone, aber die ist erst in einer Stunde verfügbar. Okay. Die Grand Piñata, die hat sich jetzt auch mal wieder Zeit gelassen. Die wäre jetzt eigentlich in einer halben Stunde, glaube ich, gekommen. Oder anderthalb Stunden. Aber jetzt kommt sie erst in 3 Stunden. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Piñata will halt heute nicht kommen. Gut. Was ich auch gemacht habe, ist meine Pets hier rausnehmen. Ich kann die Pets wieder reinpacken, nicht upgraden. Upgraden ist super teuer. So, und da ich die 4 besten Pets ja immer noch brauche, weil ich ja meine ganzen Huge-Pets beim letzten Mal für das Ding hier unten hergegeben habe. Ach, mein Gott. Also, bis jetzt bin ich jetzt nicht so überzeugt von dem Update. Gut, ich gucke jetzt noch einmal nach, ob es Dev-Blocks gibt. Okay, endlich gibt es Dev-Vlogs. Dann gucken wir uns die jetzt an, damit wir auch Bescheid wissen, was das neue Update bringt. Es bringt das Fiesta Maze, das erst halt in einer Stunde kommt, hier sogar in 2 Stunden scheinbar. Okay, das Cinco de Mayo Update wurde extended, es wurde verlängert. So, jetzt gibt es das neue Fiesta Maze. Das ist voller Kisten, die man öffnen muss, um das Ende zu erreichen. Also genauso wie, wenn wir hier in Pet Simulator reingehen, zur Kawaii-Welt und Kawaii-Tokyo hingehen. Da haben wir das natürlich auch hier mit diesen Tokyo Alley Eggs, wo man dann halt wirklich diese ganzen Kisten breaken muss, um das Ende zu erreichen. Es wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Das hat mir zumindest mein Chat jetzt schon mehrfach geschrieben. Am Ende gibt es ein Fiesta Egg mit dem neuen Huge Pad, das keiner von uns bekommen wird. Nice. Alle 4 Stunden startet das Fiesta Maze. Die große Piñata spawnt wieder alle 4 Stunden, aber diesmal um 2 Uhr CDT, wann auch immer das ist. Ich, keine Ahnung. Chicago Daytime, I guess, oder so. Und Limited Time Events finden alle 2 Stunden statt. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Jetzt sehen wir noch Screenshots. Ja, genau so sieht das Maze dann aus. Oh Gott, so sieht das Maze dann aus. Wow. Also wir müssen hier wirklich Kiste für Kiste für Kiste breaken. Wenn man mit der Kamera hochgehen kann, wäre es aber ganz gut, glaube ich. Weil da ist der Finish. Aber es gibt keinen Weg zum Ziel, hä? Es gibt gar keinen Weg dahin. Interessant. Dann gibt es neue Pets, ja. Mythical, Legendary und Secret. Wie stark die sind, werden wir nicht wissen. Wahrscheinlich ein bisschen stärker als die vom letzten Event. Fiesta Eggs, die kosten dann Gems. Und da sind dann diese Pets drin. Und die Chance auf ein Huge Mascot Pet, echt? Ach, wow. Wenn man der Big Games Gruppe joint, hat man die 1%ige Chance auf ein Huge Big Mascot. Okay, kann man auf jeden Fall machen. Was ist mit den Leuten, die schon bei der Gruppe drin sind? Die haben einfach gar keine Chance, oder wie? Naja, okay, ich denke, ich werde jetzt mal was machen, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich gehe in Big Games Pets rein und ich verlasse die Gruppe. Vielleicht funktioniert es nicht. Ich weiß es nicht. So, dann verlasse ich auch einmal das Spiel. Gehe dann nochmal in Pet Simulator auf mein eigener rein und joine. Dann werden die vielleicht sehen, dass ich nicht mehr in der Gruppe drin bin. Dann werde ich nochmal verlassen und werde nochmal joinen. Das ist meine einzige Chance. Und wenn ich dann keinen Huge Pet bekomme, dann verlasse ich die Gruppe endgültig. Ich meine, warum war ich eigentlich überhaupt noch in der Gruppe drin? Ist die Frage. Erstmal 1000 Accounts erstellen. Ach, bin kein Fan davon, wenn man das macht. So, ich bin nicht mehr in der Gruppe drin. Das sollte das Spiel jetzt gecheckt haben. Weil die das vermutlich beim Joinen checken. Ich verlasse wieder und ich joine wieder der Gruppe. Und dann joine ich wieder dem Server. So, jetzt sind wir hoffentlich gleich drauf. Und ich bekomme nichts. Sehr gut. Das bedeutet, ich gehe jetzt nochmal in die Big Games Gruppe rein und verlasse sie, weil ganz im Ernst, wofür war ich eigentlich nochmal in der Gruppe drin, hä? So, das war's mit Big Games. Brauchen wir nicht. Aber es gibt ein paar neue Sachen, okay. Man kann jetzt HC suchen, um Hardcore-Pads zu finden. Fixed Bank, Track in Select Error, okay. Trade Failed, Unknown Error wurde gefixt. Was auch immer das für ein Error war, den kenne ich nicht. Ja, sonst aber nichts Interessantes, oder? Alle Spiele haben jetzt das Maximum Player Speed Upgrade. Das heißt, nicht mal Player Speed muss man sich jetzt kaufen, okay? Das fand ich jetzt echt nicht notwendig. Spawnwelt Teleport ist jetzt auch free, das ist ganz cool. Aber ganz im Ernst, das sind halt keine Features, die irgendwem krass helfen. Ich meine, ich habe jetzt Pet Simulator X so oft durchgespielt und ich hatte nie Probleme mit diesen Sachen. Also das ist jetzt einfach nur scheinheilig, dass man jetzt sagt, ja, wir helfen jetzt den Noobs.
Ich wollte Newbies sagen, aber dann auf Noobs gewechselt. Jetzt habe ich schon wieder Noobs gesagt. Ab jetzt heißt das Noobs. Indem man hier den Shop-Teleport kostenlos macht und indem man den Leuten mehr Player-Speed direkt vom Anfang an gibt. Ich meine, wenn man Pets im Lotte X spielt, bekommt man nach ein paar Minuten schon ein Pet geschenkt, mit dem man die Tech-Welt einfach freikaufen kann. Man baut ein paar von diesen Dingern ab, bekommt dann Rank-Rewards, die komplett reichen, um alles hier auszumaxen, das man hier haben kann. Also, ist nicht notwendig. Also, das Update bekommt von mir ein Dislike. Hä? You already wrote a dislike for this? Aber ich meine jetzt das neue Update. Das Update, was jetzt gekommen ist, das kriegt von mir ein Dislike. Wow, nicht mal das geht. Also, dieses Update ist echt ein Reinfall. Das bietet keinen neuen Content, außer dieses Maze, an dem wir uns abschuften werden. Ich sehe es schon kommen. Und wenn das Maze draußen ist, wird Pet Simulator dann merken, oh, okay, es dauert doch ein bisschen zu lang, die Kisten abzubauen. Dann fixen wir das mal kurz und machen die Kisten schwächer. Dann werden alle Server neu gestartet und alle Leute, die fast fertig sind, verlieren ihren ganzen Progress. Danke, Pet Simulator. Ich weiß jetzt schon, dass es kommt. Darauf brauchen wir gar nicht erst warten. Mal ganz abgesehen davon, dass die Diamond Mine wieder so tot genervt wurde, dass die gar nichts bringt. Das habe ich vorhin schon im Stream gezeigt, wie ich hier gefarmt habe und gefarmt habe. Und also selbst eine Million Gems zu bekommen, ist gar nicht mal so leicht. Es sei denn, man findet mal wieder eine Kiste, wo ein 100-mal Bonus drauf ist. Dann ist da vielleicht was drin. Guck mal, wir stehen hier, krieg 5000, 10.000 Gems. Das hier wären jetzt schon 4 Millionen gewesen. In der Diamond Mine, wie sie mal war. Naja. Die Chancen hier wurden übrigens nochmal verdoppelt, das Huge Pet zu bekommen. Das bedeutet, die Chance war ursprünglich, in diesen Pinatas liegt sie bei 0%, dass man Huge Pet bekommt. Dann war sie hier um das 15-fache erhöht. Das bedeutet, 0 mal 15 ist 0%. Dann haben die gemerkt, okay, 0% ist echt nicht gut genug. Wir erhöhen es nochmal auf 25%. Also war es dann schon mal 0 mal 25 wären, kannst du mir einer in den Chat schreiben? Was ist nochmal 0 mal 25%? Ach ja, dankeschön. 0%. Und jetzt haben sie die Chancen nochmal verdoppelt. So Ehre. Das Doppelte von 0 ist nämlich 0. Die Chancen, Huge Pet aus der Great Pinata, Grand Pinata zu bekommen, ist immer noch bei 0%. Geil. Wow. Also echt, dankeschön, Pet Simulator, für dieses großartige Update. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ich bin sprachlos. Es hat mich so sehr aus den Socken gehauen, was dieses Update hier alles bringt. Vor allem diese tollen Exclusive Pets. Na, ist das nicht toll, dass die Bilder sich hiermit bewegen? Das ist ein neues Feature, das die sich überlegt haben. Also ich finde das toll. Es wäre auch toll, wenn das Update nicht einfach nur ein reiner Cash-Grab ist. Die haben jetzt einfach nur irgendwas rausgehauen, um die Leute zu beschäftigen. Und dieses Maze wird die Leute beschäftigen. Die werden da ewig dran sein und dann, ich hab nichts bekommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ganz sicher beim nächsten Mal bekommen wir was. Und ja klar, gibt es Leute, die was bekommen. Pet Simulator wird von hunderttausenden Leuten gespielt und wenn hunderttausende Leute mit einer Chance von 0,00000001% ein Huge Pet ziehen, dann gibt es tatsächlich ein paar Leute, die ein Huge Pet ziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dieser eine bist, die liegt immer noch bei 0,00000001% und das ist halt echt Müll. Die ködern einen mit so ultra geringen Wahrscheinlichkeiten und ich verstehe es, dass die Wahrscheinlichkeiten so gering sind. Ich verstehe es natürlich, weil wenn die Chancen zu hoch wären, Huge Pets zu bekommen, würde es zu viele Huges geben. Und dann wäre der Markt überschwemmt, wie bei den Hellrocks. Das ergibt ja auch alles Sinn. Aber dann sollen sie doch wenigstens mal in das Spiel Content reinbringen, der normalen Spielern Spaß bringt. Farmen ist ganz satisfying, so die ersten paar Minuten, die man Pet Simulator spielt. Aber dann hat man es irgendwann durch. Man erreicht ja nicht mal was. Es ist einfach nur, ja, wir klicken hier auf Zeug und dann passiert Zeug, aber es ist immer das Gleiche, es ist nichts Neues. Es gibt keine neuen Spielmechaniken, die das Spiel spaßiger machen. Pet Simulator soll doch einfach nur mal ein Feature rausbringen, das eine neue Spielmechanik einbaut. Aber nein, wir bauen lieber das nächste Event mit der nächsten Area, in der man nochmal dieselben Kisten, aber mit einem neuen Skin abbauen muss, um dann das nächste Eck zu öffnen, wo die nächsten Pets drin sind, die keiner haben will, aber da ist dieses eine Pet drin, das jeder haben will, aber keiner bekommt das. Und so sieht jedes Update aus. Anstatt einfach mal ein Update rauszuhauen, das Spaß macht. Das hat auch Adopt Me hinbekommen. Adopt Me haut für ihre Updates neue Spielmodi rein, die einfach Gameplay-Mechaniken bringen. Zum Weihnachtsevent gibt es bei Adopt Me immer dieses Schlittschuhlaufen. Und das ist was Besonderes, weil es das nur zu Weihnachten gibt. Da kann man einen Schlittschuh laufen, die Steuerung ist cool. Es gibt ein Rennen, wo man dann versuchen kann, die Bestzeit zu knacken. Es gibt ein paar Collectibles, Gingerbreads, die machen Spaß. Das ist ein nettes kleines Feature und ich finde, so sollte ein Event auch aussehen. Aber als Event einfach nur einen neuen Drop irgendwo hinzustellen, wo man sagt,
Hier sind die Chancen, etwas Seltenes zu bekommen, super gering, aber sie sind irgendwie auch da. Wow. Aber was sollen wir erwarten? Was sollen wir erwarten? Das ist Pet Simulator. So kennen wir Pet Simulator. So liebe ich Pet Simulator nicht. Das war das Update. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne hier vorne beim Schild ein Like da lassen. Oh, jetzt ist es sogar rot. Wow, ich kann endlich ein Dislike abgeben. Woo, Jelly Pets, geil. Danke, Preston, dass ihr Jelly Pets Rue geschrieben habt. Das denk ich auch. Wow. Und wenn euch das Update nicht gefällt, dann könnt ihr ein Dislike da lassen. Ihr könnt auch ein Like auf meinem Stream hier da lassen. Das könnt ihr übrigens auch machen. Das wäre auch ziemlich cool. Also, es bringt mir gar nichts eigentlich. Die Leute sagen immer, sie brauchen Like. Ich weiß gar nicht, was Likes bringen. Aber es bringt mir durchaus was, wenn du jetzt auf das Video klickst, das hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!